Der Minister von Napoleon, der Pierre Simon de Laplace, der hat im 18. Jahrhundert diesen Satz ins Leben gerufen, nämlich den Laplace'schen Entwicklungssatz. Wir wollen uns mal die Definition genauer anschauen, was da dahinter steckt. Also wenn ich eine Matrix groß A habe, das muss eine quadratische sein, also n kreuz n, dann gibt es einen eleganten Weg, um die Determinante einer solchen Matrix zu berechnen, und es geht über einen Laplace'schen Entwicklungssatz. Nämlich, ich kann zum einen nach der Zeile entwickeln, dann läuft meine Spalte durch von 1 bis n. Ich brauche das Vorzeichen, nämlich i für die Zeile und j für die Spalte. Insgesamt wird es häufig in den Vorlesungsübungen als das sogenannte Schachbrettmuster definiert. Also das ganze Schachbrett, was man da üblicherweise so stur anwendet, das ist natürlich der Term in der Definition, der hier relevant ist, nämlich minus 1 hoch i plus j. Mal, dann interessieren uns die Einträge in der Matrix groß A, i, j, mal eine Restdeterminante a, i, j. Das hier hinten ist vielleicht etwas aufwendig zu verstehen. Also im Endeffekt bezogen auf eine quadratische Matrix steht dann hier hinten eine n-1 Kreuz n-1 Matrix. Das wäre jetzt praktisch, wenn meine Spalte durchwandert und ich eine Zeile fix habe. Also wenn ich nach einer Zeile entwickle. Und dann gibt es noch eine zweite Variante. Nämlich, ich entwickle nach einer Spalte. Und dann laufen meine Zeilen natürlich durch. Ja, der Rest, der bleibt gleich. Das kann ich einfach so übernehmen. Da tut sich nicht viel, ne? Wir wollen uns das jetzt mal genauer anschauen. Schauen wir mal an die Variante, wenn ich praktisch meine Zeile fix halte, das wäre dann hier oben, und meine Spalte durchschicke auf die Reise. Oder wenn ich mein i durchschicke auf die Reise und meine Spalte fix halte. Das sind die zwei Möglichkeiten, und insgesamt ist das der Laplace'sche Entwicklungssatz. Schauen wir es schrittweise an. Die Sigma haben wir jetzt abgehandelt. Meinetwegen, ich habe eine 3 Kreuz 3 Matrix. Naja, dann läuft mein Sigma nicht bis n, wenn ich praktisch eine Zeile fix halte und mein J auf Reise schicke, also meine Spalten durchlaufen lasse, dann laufen die natürlich bis 3, weil ich eine 3 Kreuz 3 Matrix betrachte. Das hier, naja, das hatten wir ja vorhin, das ist das Vorzeichen, das ist unser Schachbrett. In dem Fall wäre das jetzt so, dass mein i, wir entwickeln ja nach der Zeile, 3 wäre. Meinetwegen, ich entwickle nach der dritten Zeile, dann wäre hier fix 3. Und mein j, naja, wandert durch. Sigma schickt mein j auf Reisen. Der hier, der Kamerad, das ist der Eintrag der Matrix. Meinetwegen 1, 1, wenn hier steht, ist gemeint. Beziehen wir uns gleich auf das Beispiel. Eine Matrix, also aus 3 Kreuz 3, würde ja bedeuten, naja, A Index 1, 1 bedeutet, ich schaue mir in der ersten Zeile die erste Spalte an, den Eintrag da drin. Der Eintrag ist dieses kleine a. Naja, dann geht es weiter, erste Zeile, zweite Spalte. Dann erste Zeile, dritte Spalte. Hier geht es weiter. Die zweite Zeile, erste Spalte, zweite Zeile, zweite Spalte. Zweite Zeile, dritte Spalte, dritte Zeile, erste Spalte, dritte Zeile, zweite Spalte, dritte Zeile, dritte Spalte. Und wenn ich jetzt meinetwegen hier oben nach der dritten Zeile entwickle, na, dann habe ich hier die dritte Zeile zu streichen und meine Spalten wandern durch von 1 bis 3 aufs Beispiel bezogen. Auf dieses 3 Kreuz 3 Beispiel. Dann habe ich jetzt meinetwegen hier auf die
Restdeterminante bezogen. Naja, fix hätte ich das i. Dann würde hier stehen, meinetwegen, i3. Wenn ich mir für j jetzt den ersten Eintrag da anschaue in der dritten Zeile, also den hier, dann heißt es, streiche die erste Spalte und die dritte Zeile. Und dann hast du deine insgesamt Restdeterminante. Nehme ich die Restdeterminante hier oben. Das wäre, naja, Determinante von a Index 1, 2, a Index 1, 3, a Index 2, 2, a Index 2, 3. Fertig. So, und es ist egal, ob man jetzt nach Zeile oder Spalte entwickelt. Wichtig ist, dass man sich die Zeile oder die Spalte herausgreift, die am meisten Nullen hat, weil dann praktisch die Rechnung ziemlich kurz werden kann. Umso mehr Nullen da drin sind, umso kürzer wird meine Rechnung. Dann beende ich dieses Video.